BioWare. EA. Demiurg Studios. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Wir spielen Mass Effect, den ersten Teil einer grandiosen Trilogie im Genre Science Fiction. Dies ist ein Shooter-Rollenspiel und wir starten gleich mal direkt. Vorab, ich habe das Spiel schon früher, was heißt früher, also vor ziemlich langer Zeit schon mal durchgespielt. Habe aber seitdem eigentlich mehr auf der PlayStation verbracht als am PC und muss sagen, ich bin nicht mehr so geübt in Sachen Shooter. Willkommen in der Datenbank des Allianzmilitärs. Ja, hallo. Geheime Informationen angefordert. Dann verbinden wir uns mit der Datenbank. Sichere Verbindung wird aufgebaut. Sichere Verbindung bestätigt. Okay, wir nehmen den fertigen Charakter John Shepard. Was steht da oben? Aufgrund Ihres geheimen N7-Status sind die ID-Daten nicht vollständig. Bitte bestätigen Sie Ihre ID gemäß der unten stehenden Aufzeichnung. Oder registrieren Sie sich manuell. Wir nehmen den fertigen Charakter John Shepard so, wie er vor uns steht. Bitte loggen Sie sich ein, um Zugang zu Ihrer Profilwiederherstellung beendet. Name John Shepard. Herkunft von der Erde. Reputation einziger Überlebender. Klasse Soldat. Identifikation. So, Kampfschwierigkeit lassen wir auf normal, auch wenn ich halt nicht der beste Schütze bin, aber wir werden das schon irgendwie hinkriegen. Zielhilfe auch ganz normale Einstellung. Untertitel schalte ich aus. Die Sprachausgabe dieses Spiels ist eigentlich in der Regel hervorragend. Autospeichern lassen wir drinnen, falls ich es mal vergessen sollte, und wir legen einfach los. Was wissen wir über Shepard? Er wurde auf der Erde geboren. Über seine Familie gibt es keinen Eintrag. Er hat keine. Er ist quasi auf der Straße aufgewachsen. Er hat gelernt, auf sich selbst aufzupassen. Er musste mit ansehen, wie seine ganze Einheit auf Arkuse starb. Er könnte ein emotionales Trauma dabei erlitten haben. Fast alle Soldaten haben ein Trauma. Shepard ist ein Überlebenskämpfer. Wollen wir eine solche Person wirklich die Galaxie beschützen lassen? Nur solche Personen können überhaupt die Galaxie 2148 beschützen. 2148 entdeckten Forscher auf dem Mars-Überreste einer alten Raumfahrer-Zivilisation. In den darauffolgenden Jahrzehnten konnten mithilfe dieser Artefakte neue Technologien entwickelt werden, die Reisen selbst zu den entferntesten Sternen ermöglichten. Basis dieser unglaublichen technologischen Kraft, die in der Lage war, das Raumzeitgefühl zu kontrollieren. Sie nannten es die größte Entdeckung in der Geschichte der Menschheit. Die Zivilisation der Galaxie nennen es Mass Effect. Ich liebe schnell lesen. Und los geht's. Das Arcturus Prime Massenportal ist in Reichweite. Starte die Transmissionssequenz. Commander? Verbunden. Berechne Transitmasse und Ziel. Das Massenportal ist heiß. Zugriff auf Annäherungsvektor. Alle Stationen sichern für Transit. Grünes Licht, Annäherung eingeleitet. Kontakt in 3, 2, 1. Schubwerke, check. Navigationssystem, check. Interne Emissionsspeicher aktiviert. Alle Systeme online. Abweichung etwas weniger als 1500 Kilometer. 1500 ist in Ordnung. Ihr Captain wird zufrieden sein. Ich kann den Typen nicht ausstehen. Niles hat Ihnen ein Kompliment gemacht. Und Sie hassen ihn?
Ich habe uns gerade einen Sprung über die halbe Galaxie machen lassen und dabei ein Ziel von der Größe eines Knopfes getroffen. Das ist nicht nur in Ordnung, sondern verdammt brillant. Außerdem bedeuten Spectres immer Ärger. Ich will ihn nicht an Bord haben. Nennen wir es Paranoia. Das ist Paranoia. Der Rat hat bei der Finanzierung dieses Projekts geholfen. Es ist ihr gutes Recht, jemanden abzustellen, der ihre Investition beurteilt. Das ist die offizielle Version. Aber nur Idioten glauben offizielle Versionen. Ja, und damit nochmal herzlich willkommen zu Mass Effect. Das Schöne an diesem Spiel ist, dass jede Entscheidung und jede Antwort, die wir wählen, auf das ganze Geschehen und die Geschichte mit den Charakteren Auswirkungen hat. Auch auf die nächsten Teile hinaus. In der Regel ist es so aufgebaut, wir haben hier oben eine positive, eine nette, eine gute Antwort. In der Mitte haben wir eine neutrale Antwort und hier unten ist eher die rüde, böse oder launige Antwort. So, das ist die offizielle Version, aber nur Idioten glauben offizielle Versionen. Und ich würde sagen, das ist ganz meiner Meinung. Sie schicken keine Spectres auf Testflüge. Da steckt mehr dahinter, als der Captain uns wissen lässt. Joker, Statusbericht. Sind gerade am Massenportal vorbei, Captain. Die Tarnsysteme sind aktiviert. Alles in Ordnung. Gut. Dann finden Sie eine Kombarke und locken uns ins Netzwerk ein. Ich will, dass die Missionsberichte an die Allianz übermittelt werden, bevor wir Eden Prime erreichen. Jawohl, Captain. Nur zur Info, Sir. Niles scheint Sie heimsuchen zu wollen. Er ist schon hier, Lieutenant. Commander Shepard soll zu einem Briefing in den Kommunikationsraum kommen. Richten Sie das aus, jetzt. Alles klar, Commander? Er klang verärgert. Er klingt verärgert. Vielleicht ist irgendetwas bei dieser Mission schiefgelaufen. Wenn der Captain mit mir spricht, klingt er immer so. Ich kann mir gar nicht vorstellen, warum. So, damit sind wir auf der Normandy. Durch Drücken von O wird der Codex, ihre galaktische Enzyklopädie, angezeigt. Dann schauen wir doch mal rein. Ja, Spieletutorials, Übersicht, eine persönliche Geschichte, Menschen und die Allianz. Das ist alles schön und gut, aber das ist sehr viel zu lesen, wie ihr hier seht. Deswegen werde ich mir den Teil sparen. Und das Schöne an Primären ist, die Primären werden vorgelesen. Da könnt ihr dann wunderbar lauschen. Die Allianz ist eine unabhängige und übernationale Regierung der Menschen. Sie vertritt die Interessen der Menschen und ist verantwortlich für die Verwaltung und den Schutz aller extrasolaren Kolonien und Stationen. Aus praktischen Gründen wurde die Allianz aus mehreren Raumfahrtabteilungen verschiedener Nationen gegründet. Die Planeten des heimischen Sonnensystems wurden jeweils von einzelnen Nationen erforscht und erschlossen. Die Kosten für die Kolonialisierung ganzer neuer Sonnensysteme können nicht von einer Nation allein getragen werden. Da die Menschen von der Existenz Außerirdischer überzeugt waren, gab es einen deutlichen politischen Willen, einen solchen internationalen Bund einzugehen. Allerdings genoss die Allianz vor dem Krieg des ersten Kontakts nicht den größten Respekt. Während die nationalen Regierungen noch darum stritten, wer die Aufgabe der Befreiung Shang-Chis übernehmen sollte, startete die Allianz ihren entschlossenen Angriff. Die öffentliche Anerkennung der Leistung der Allianz führte schließlich zur Gründung eines eigenen Parlaments und dem Mandat, die gesamte Menschheit zu vertreten. So, damit wissen wir schon mal über die Allianz Bescheid. Außerirdische Ratsvölker. Vor etwa 1200 Jahren wurden die Turianer eingeladen, dem Zitadellrat beizutreten und eine Rolle als galaktische Ordnungsmacht zu bekleiden. Die Turianer verfügen über die größte Flotte im Zitadellsektor und stellen die zahlenmäßig größte Streitmacht innerhalb des Zitadellmilitärs. Als ihr Lebensraum und Einfluss größer wurden, entschieden die Turianer, sich mit den Salarianern in militärischer und mit den Asari in diplomatischer Hinsicht auszutauschen. Trotz ihrer weltraumgreifenden Siedlungspolitik kam die Führungsschicht der Turianer zur Einsicht, dass sie bei einer Auslöschung der beiden anderen Völker mehr verlieren als gewinnen würden. In der autokratischen Gesellschaft der Turianer gilt die Disziplin als hohe Tugend. Zudem zeichnen sie sich durch ein hohes Maß an individuellem und gesellschaftlichem Stolz aus. Seit dem Krieg des ersten Kontakts von 2157 gibt es immer wieder Spannungen zwischen Menschen und Turianern. Die Turianer nennen diesen geschichtlichen Abschnitt den Portal 314-Vorfall. Offiziell gelten die beiden Völker aber zurzeit als Verbündete und pflegen konfliktfreie, wenn auch zum Teil etwas unterkühlte, diplomatische Beziehungen.
So, damit wissen wir auch über das erste Volk des Rates Bescheid, über die Turianer. Oben eine schöne Konzeptzeichnung. Ich finde, die haben sich bei den Außerirdischen sehr viel Mühe gegeben beim Aussehen. Und dann würde ich sagen, erkunden wir die Normandy mal ein bisschen weiter. Denn so heißt das Schiff, was wir hier haben. Hier haben wir Joker, unseren Piloten. Der Captain wartet im Kommunikationsraum auf Sie, Commander. Okay, dann quatschen wir erstmal nicht mit ihm. Rechts, Co-Pilot quasi, haben wir Caden. Vielleicht sollten Sie den Captain lieber nicht warten lassen, Commander. Sehr wohl, dann wollen wir mal marschieren. Es ist wahr, ich habe ihn gerade gesehen. Marschierte vorbei, als wenn er auf einer Mission wäre. Er ist ein Spectre, die sind immer auf Mission. Und wir immer brav im Schlepptau hinterher. Immer cool bleiben, Presley, sonst kriegst du noch ein Magengeschwür. Glückwunsch, Commander. Das scheint eine ruhige Aktion gewesen zu sein. Werden Sie jetzt unten den Captain treffen? Was war das für ein Streitgespräch? Sie scheinen unserem turianischen Gast nicht zu trauen, oder? Tut mir leid, Commander. Ich habe mich gerade mit Adams unterhalten. Ich wollte keine Probleme machen. Aber irgendetwas ist schon komisch an dieser Mission. Die ganze Crew hat etwas bemerkt. Wovon sprechen Sie? Glauben Sie, dass die Allianz uns etwas vorenthält? Wenn wir einfach nur unser IES-Tarnsystem testen sollen, wieso hat dann Captain Anderson das Kommando? Und die Anwesenheit von Nihilus ist auch merkwürdig. Die Spectres sind Elite-Einheiten, Top-Undercover-Agenten. Warum sollten sie einen turianischen Spectre auf einen Testflug schicken? Das scheint keinen Sinn zu ergeben. Ich möchte gerne mehr über das Tarnsystem erfahren. Was können Sie mir über die IES-Tarnsysteme sagen? Ich weiß nur, dass damit unsere Position vor Sensoren verborgen wird. Neueste Technologie. Die Normandy ist das einzige Schiff mit diesem Prototypenantrieb. Aber wozu die volle Besatzung? Eine Crew von nur ein paar Leuten wäre doch billiger. Dann gäbe es auch weniger Sicherheitslöcher. Das mit Nihilus ist auch seltsam. Dieser Testflug ist offensichtlich nur eine Tarnung. Tarnung? Eine Tarnung für was? Ich habe keine Ahnung, Commander. Aber es gibt einen anderen Grund, warum wir hier sind. Und ich werde nicht gerne im Unklaren gelassen. Reden wir mal mit dem Captain. Haben Sie ein Problem mit dem Captain? Nein, Sir. Ich weiß nur nicht, was er hier macht. Captain Anderson ist einer der verdientesten Soldaten der Special Forces. Wenn er all seine Orden einschmelzen würde, könnte er eine lebensgroße Statue von sich selbst bauen lassen. Einen solchen Soldaten schickt man nicht einfach auf Vergnügungsfahrt. Und er nimmt diesen Testflug sehr ernst. Irgendetwas geht doch hier vor. Ein sehr dekorierter Mann, der Captain. Sie trauen Nihilus nicht. Ich traue gar keinen Turianern. Liegt bei mir in der Familie. Mein Großvater hat im Krieg des ersten Kontakts gekämpft. Er hat viele Freunde verloren, als die Turianer angriffen. Das ist aber lange her. Das war vor 30 Jahren. Sie können kaum Nihilus dafür verantwortlich machen. Nein, wohl nicht. Aber es macht mich trotzdem nervös, einen Spectre an Bord zu haben. Vor allem einen turianischen. Wir sind ein Raumschiff der Allianz, des Militärs der Menschen. Aber Nihilus muss sich nicht wie wir gegenüber dem Captain verantworten. Spectres arbeiten außerhalb der normalen Befehlskette. Und sie kommen nicht einfach, um Testflüge zu kontrollieren. Nihilus scheint größere Probleme zu erwarten. Und das gefällt mir nicht. Okay, wir werden die Sachen mal annehmen. Ich werde den Captain dann auch fragen, wenn ich ihn sehe. Viel Glück, Commander. So. Ich bin auf ihn. Haben wir was Neues im Codex bekommen? Vor etwa ein... Die Allianz ist eine unabhängige und über... Der erste menschliche Kontakt mit Außerirdischen fand im Jahr 2157 statt. Zu dieser Zeit gestattete die Allianz noch ihren Forschungsteams, alle neu entdeckten und ungenutzten Massenportale zu aktivieren. Eine Vorgehensweise, die von den Ratsvölkern als gefährlich und unverantwortlich eingestuft wurde. Als eine turianische Patrouille auf eine menschliche Flotte stieß, die im Begriff war, ein Portal zu aktivieren, griff sie die Menschen an. Nur ein Transporter der Menschen entkam dem Angriff und rettete sich in die Kolonie Shang-Chi. Die Turianer folgten dem Schiff und schalteten umgehend das Verteidigungssystem der Kolonie aus. Shang-Chi wurde erobert. Sie war bis heute die einzige menschliche Kolonie, die von Außerirdischen erobert werden konnte. Die Turianer gingen davon aus, dass die wenigen von ihnen vernichteten Schiffe die einzigen Verteidigungsmöglichkeiten der Menschen darstellten. Aus diesem Grunde waren sie nicht auf den Angriff der zweiten Flotte unter Admiral Castany Drescher vorbereitet und wurden von Shang-Chi vertrieben. In Folge mobilisierten sich die Turianer für einen Krieg.
und machten damit den Rest der Galaxie auf den Konflikt aufmerksam. Der Rat intervenierte schnell und konnte einen Waffenstillstand vereinbaren. Zum Glück für die Menschheit endete der Krieg des ersten Kontakts mit einer diplomatischen Lösung. Ja, damit wissen wir auch über den Erstkontaktkrieg Bescheid. Wie gesagt, die Kodexe werde ich ab und zu ein bisschen reinschauen, weil dann würden wir auch ein bisschen mehr Hintergrundwissen erfahren, worum es hier überhaupt geht und weniger Fragen offen sind. Er würde keine Befehle von einem Spectre akzeptieren. Er hat keine Wahl, Doc. Die Spectres müssen sich vor niemandem verantworten. Sie können praktisch machen, was sie wollen. Jeden töten, der sich ihnen in den Weg stellt. Tja, Sie haben zu viele Spionagevideos geschaut, Jenkins. Was meinen Sie, Commander? Wir werden nicht lange auf Eden Prime bleiben, oder? Ich bin bereit für ein bisschen Action. Ich hoffe, das meinen Sie nicht ernst, Corporal. Action heißt meistens, dass ich einige Crewmitglieder auf der Krankenstation zusammenflicken muss. Da hat der Doc recht. Nur Dummköpfe freuen sich auf Kämpfe, Corporal. Tut mir leid, Commander, aber dieses Warten macht mich nervös. Ich war noch nie auf einer solchen Mission, nicht mit einem Spectre an Bord. Na, Sie halten sich gut. Verhalten Sie sich einfach so wie bei allen anderen Einsätzen und es kann nichts schiefgehen. Sie machen es sich zu leicht. Sie konnten sich ja schon auf Akkuse beweisen. Alle wissen jetzt, was Sie drauf haben. Das ist meine große Chance. Jetzt kann ich den Vorgesetzten zeigen, was ich drauf habe. Das ist doch kein Spiel hier. Schluss mit Heldentum. Bei dieser Mission geht es nicht um persönliche Ziele, Corporal. Wir haben einen Job zu erledigen. Also, bleiben Sie besonnen und vermasseln Sie es nicht. Keine Sorge, Sir. Ich werde es nicht vermasseln. Okay. Der Captain wartet auf mich. Auf Wiedersehen, Commander. Da steht Nihilus parat. Commander Shepard, ich hoffte, Sie hier allein zu treffen. So können wir ungestört sprechen. Aha. Worum geht es? Ich habe ein besonderes Interesse an der vor uns liegenden Welt, Eden Prime. Es soll sehr schön dort sein. Keine Ahnung. Ich war noch nie dort. Aber Sie haben davon gehört. Der Ort ist für Ihr Volk eine Art Symbol geworden, oder? Der Beweis, dass die Menschheit in der Lage ist, Kolonien in der ganzen Galaxie zu gründen und zu schützen. Aber wie sicher ist es dort wirklich? Worauf wollen Sie hinaus? Wenn Sie etwas zu sagen haben, dann raus mit der Sprache. Ihre Leute gelten immer noch als Neuankömmlinge, Shepard. Die Galaxie kann ein sehr gefährlicher Ort sein. Ist die Allianz wirklich bereit dafür? Wir sollten dem Commander jetzt erzählen, was wirklich vor sich geht. Diese Mission wird alles andere als ein Testflug. Keine Überraschung. Ich hatte mir schon gedacht, dass Sie uns nicht alles erzählt haben. Wir werden eine geheime Bergungsoperation auf Eden Prime durchführen. Dafür brauchen wir funktionstüchtige Tarnsysteme. Warum so geheimnisvoll? Es wird sicherlich einen Grund geben, warum Sie mir nichts davon erzählt haben, Sir. Das kommt von ganz oben, Commander. Es sollten nicht mehr Informationen als unbedingt notwendig bekannt werden. Ein Forschungsteam hat bei Ausgrabungen auf Eden Prime eine Art Sender entdeckt. Einen proteanischen Sender. Proteanisch? Ich dachte, die Proteaner wären vor 50.000 Jahren verschwunden. Ja, aber ihr Erbe ist noch da. Die Massenportale, die Zitadelle, das alles basiert auf proteanischer Technologie. Das ist eine bedeutende Sache, Shepard. Das letzte Mal, als die Menschheit etwas Ähnliches entdeckte, machte die Technologie einen Entwicklungssprung von 200 Jahren. Auf Eden Prime gibt es keine Möglichkeit, mit so einer Sache fertig zu werden. Der Sender muss für weitere Untersuchungen zur Zitadelle gebracht werden. Hier geht es offensichtlich um mehr als die Interessen der Menschen, Commander. Diese Entdeckung könnte alle Völker im Ratssektor betreffen. Sie klingen besorgt. Müssen wir mit Problemen rechnen? Mit Problemen muss man immer rechnen. Da ist noch etwas, Shepard. Nihilus ist nicht nur wegen des Senders hier. Er soll sie auch beurteilen. Was soll das? Seit wann müssen wir uns vor den Spectres verantworten? Sie sind klug genug, um zu wissen, wie die Dinge laufen, Commander. Die Allianz ist schon eine ganze Weile damit beschäftigt. Die Menschen wollen eine größere Rolle in der interstellaren Politik spielen. Wir wollen mehr Macht im Zitadellrat. Die Spectres repräsentieren die Macht und Autorität des Rates.
Wenn sie einen Menschen aufnehmen, sagt das viel über den Fortschritt der Allianz aus. Nicht viele, die auf Akuse dabei waren, haben überlebt. Sie haben einen unglaublichen Überlebenswillen gezeigt. Ein sehr praktisches Talent. Darum habe ich sie in die Kandidatenliste für die Spectres eingetragen. Sie haben mich eingetragen? Warum sollte ein Turianer wollen, dass ein Mensch zum Spectre ernannt wird? Nicht alle Turianer haben Ressentiments gegenüber den Menschen. Einige von uns sehen sogar das Potenzial ihres Volkes. Wir sehen, was sie der Galaxie bieten können und den Spectres. Wir sind eine Elite-Truppe. Es gibt nicht viele, die ausreichend Fähigkeiten für unsere Ansprüche haben. Es ist mir egal, dass sie ein Mensch sind, Shepard. Was zählt, ist, dass sie für den Job qualifiziert sind. Und wenn ich ablehne? Und wenn ich gar kein Spectre werden will? Es geht nicht nur um Sie, Shepard. Es ist wichtig für die Menschheit. Wir zählen auf Sie. Ich muss mir ein eigenes Bild Ihrer Fähigkeiten machen, Commander. Eden Prime wird die erste Station einer Reihe von Missionen sein. Sie übernehmen das Kommando über das Bodenteam. Sichern Sie den Sender und bringen Sie ihn unverzüglich zurück zum Schiff. Niles wird Sie begleiten und die Mission beobachten. Okay. Erwarte Ihre Befehle, Captain. Wir sind bald in... Captain, wir haben ein Problem! Was ist los, Joker? Eine Übertragung von Eden Prime. Das sollten Sie sich ansehen. Bringen Sie es auf den Bildschirm. Das sieht nicht gut aus. Runter jetzt! Wir werden angegriffen! Erleiden schwere Verluste! Verschiedene Punkte! Danach bricht es ab! Keine Kommunikation mehr! Nichts! Zurück und bei 38,5 halten. Was ist das? Statusbericht. Noch 17 Minuten, Captain. Keine anderen Schiffe der Allianz in diesem Sektor. Bringen Sie uns runter, Joker. Schnell und leise. Diese Mission ist um einiges komplizierter geworden. Ein kleines Einsatzteam kann sich schnell und unerkannt bewegen. Das ist die beste Möglichkeit, den Sender zu bergen. Holen Sie Ihre Ausrüstung. Wir treffen uns im Frachtraum. Lassen Sie Alenko und Jenkins sich fertig machen, Commander. Sie gehen runter. Tarnsysteme werden aktiviert. Sind verdammt Ihr Team ist das Wichtigste bei dieser Operation, Commander. Gehen Sie direkt runter und machen Sie sich auf zur Ausgrabungsstätte. Was ist mit Überlebenden, Captain? Die Hilfe für Überlebende ist ein sekundäres Missionsziel. Der Sender hat höchste Priorität. Nähern uns Landestelle 1. Miles, kommen Sie mit uns? Ich bin alleine schneller. Ziemlich arrogant. Niles wird vor Ihnen auskundschaften. Er gibt Ihnen Statusberichte zur Mission durch. Ansonsten will ich das Funkstille herrschen. Ob wir ihm trauen können? Ich lege mein Leben nicht gern in die Hände eines Turianers, Sir. Niles ist auf unserer Seite. Er will Sie zum Spectre befördern. Und er will diesen Sender finden. Verstanden. Bereit zum Einsatz, Sir. Von hier aus übernehmen Sie, Shepard. Viel Glück! Nähern uns Landestelle 2. Das Schiff ist sicher, Commander. Hier ist es wirklich schlimm, Commander. Überall Feinde. Halten Sie Ihre Waffen bereit. Ja, aber bevor wir herausfinden, was auf Eden Prime vor sich geht, würde ich sagen, beenden wir die Folge hier erstmal. Ich hoffe, ich habe euer Interesse wecken können für dieses Spiel und freue mich, wenn wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Und ich würde sagen, bis dahin. Euer Eltono. Ciao.